lieber Kai, lieber Streep. Wir beginnen heute mit Simone. Vielen Dank, lieber Vorsitzender. Wir hatten das ja gerade schon gefragt, wie sollen wir uns weiter austauschen. Mein Vorschlag wäre, da wir ja, sagen wir mal, 80% des AKs doch mehr so eine Berichterstattung war, was ist gelaufen, was wird. Und wir hatten zwar Diskussionen, aber die waren doch eher in der Minderheit prozentual. Wir haben ja weiterhin die Mailingliste AK4. Die sollten wir beibehalten. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, boah, da kommt jetzt ein Thema auf uns zu, das würde ich gerne fachübergreifend auch mit anderen, die aber dem Thema doch vielleicht nahestehen, diskutieren wollen, dass man dann das entsprechend auf die AK-Mailingliste spült oder dann eben auch, wenn ein wirklich dringender persönlicher Redebedarf ist, über diese Mailingliste anfragt, wer hätte denn mal Zeit am Termin XX, sich kurz mit uns zusammenzusetzen und diese Thematik zu besprechen. Also, dass wir das als Informations- bzw. eventuell Terminkanal aufrechterhalten. Das mit dem, also es geht... Ich sage das jetzt einfach für Kai. Ja. Es geht darum, dass wir die AKs, die es bisher gab, durch andere AKs ersetzen. Und dieser AK wird von den meisten als Briefing-AK wahrgenommen, sodass wir uns sozusagen gegenseitig briefen, was los ist. Das halte ich auch weiterhin für sehr, sehr wichtig. Und das mit der Mailingliste habe ich mir auch schon überlegt, dass wir die auf jeden Fall behalten sollten, damit wir dann uns praktisch thematisch begrenzt die Sachen zuschicken können. Ich halte das für sehr sinnvoll, dass wir sozusagen nicht die alle Ad verwenden, sondern uns, ja. uns auf dem Wege. Und dann kriegen es aber trotzdem auch die mit, die man vielleicht nicht reinnehmen würde, wenn man jetzt direkt anschreiben würde. Ich finde das so sehr gut. Ich finde auch gut, wie Danebot die benutzt, der uns ja ab und zu mal irgendwelche Sachen darüber schickt. Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, dass dann allerdings das Briefing ein bisschen verloren geht, was kommen für Anträge. Also das, wo man jetzt nicht direkt eine Frage oder ein Anliegen hat. Man ist dann so drin in seinem Team, einen Antrag oder sowas zu machen, dass man gar nicht daran denkt, die anderen zu informieren. Das passiert nur, wenn man so eine kleine Routine drin hat. Deshalb sollten wir uns da noch irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, noch nicht genau was. Irgendwie sowas wie einen wöchentlichen Newsletter oder irgendwas in der Richtung intern, damit man einmal alles sammelt und rumschickt. Ja, sowas Ähnliches wie eine wie unsere EK-Info in der Enquete-Kommission. Also 14-tägiger Newsletter, irgendwie sowas. Ja, also dass einmal alles gesammelt wird an einer Stelle und an alle geschickt wird, zum Beispiel. Es ist jetzt aber so, dass das, was mir dazu einfällt. Also du meinst jetzt mit an alle geschickt werden nach dem Motto, welche eigenen Anträge wollen wir demnächst einbringen und möchten gerne noch diskutieren, nicht was ist alles im letzten Ausschuss gelaufen und was läuft im nächsten oder wie präzise siehst du diesen Newsletter? Ich beantworte kurz die Frage noch. Man muss jetzt nicht die Ausschusssachen rein, aber wichtige Anhörungen, also wenn wirklich was Relevantes da ist, an Anhörung, was wir meinen, was den anderen auch die anderen interessieren könnte, zumindest, dass das existiert. Eigene Anträge, die in Vorbereitung sind und eigene Initiativen, die in Vorbereitung sind. Und vielleicht, weil das fällt dann natürlich mit unserem AK, würde auch wegfallen mit unserem AK, dass man auch mal kurz hinten darauf hinweist, ich war bei der und der Veranstaltung, war ja sehr interessant. Im Grunde, dass wir das Protokoll bis auf die Ausschussübersichten, die können wir weglassen, aber dass wir ansonsten sozusagen das Protokoll im Grunde ohne Sitzung anfertigen und einmal uns gegenseitig intern rumschicken und vielleicht intern rumschicken kann man jetzt ja vielleicht auch an interessierte Kommunalpiraten oder sowas, die dann da auch einen Einblick bekommen können. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, würden wir den AK4 in einer komprimierten oder um einzelne Punkte bereinigten Form schriftlich fortführen. Es ging also nicht um Mobilisierung oder Austausch, sondern es geht um Information und die Möglichkeit zur Erwiderung, aber ohne den Zwang zur Erwiderung. Das finde ich gut.
Das ist nämlich mit weniger Aufwand zu machen als eine richtige Mobilisierung, eine richtige auf Dialog ausgerichtete Berichterstattung. Wenn es um das Briefing über aktuelle Themen geht, dann kann das natürlich nur nachrichtlich sein, wenn daraus keine gemeinsamen Aktionen entstehen sollen. Und nachrichtlich heißt, wir informieren andere über Aktivitäten innerhalb unseres gemeinsamen Spektrums, wie wir das über den AK4 hinaus ja auch tun. Da müsste, also ich finde es grundsätzlich in Ordnung und auch effektiv. Die Frage, die ich damit anzuschneiden versucht habe, ist aber, was unterscheidet diesen Newsletter dann von jedem beliebigen anderen Newsletter, außer dass er auf AK4 zugeschnitten ist. Aber der AK4 ist ja auch nur eine Sammelrestgröße und keine kohärente Erzählung. Das müssen wir, also ansonsten würde ich sagen, so ein Newsletter gibt es ja in unterschiedlicher Weise, kann man ihn nicht generell etablieren, kann man nicht generell sagen, im Ausschuss A02 gibt es in den nächsten 14 Tagen folgende Aktivitäten, Info an alle. Im Ausschuss 1 bis X gibt es diese und jene Aktivitäten an alle. Ansonsten, ich wüsste jetzt nicht genau, was ich mit Landwirtschaft oder mit Umweltschutz oder mit Verbraucherschutz mehr zu tun habe als mit Wirtschaft oder was. Oder mit, ja. Ja, schlechtes Beispiel. Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Sache. Aber bevor wir es hinbekommen, dass die ganze Fraktion mitmacht, kriegen wir das besser in unserem AK hin. Und wenn es auch erstmal nur vielleicht Umwelt und Bauen und Verkehr ist, das ist ja schon mal in den Anfang und Energie. Das ist ja schon mal ein Anfang. Vielleicht machen die anderen ja dann irgendwann mit. Die große Frage ist natürlich nur, wie kriegen wir das hin, das zu sammeln und rumzuschicken? Machen wir sozusagen alle 14 Tage ein Pad auf und es wird einfach gefüllt? Ist es nicht genauso Zeit? Ist es nicht genauso zeitintensiv, als wenn man sich einfach mal alle 14 Tage kurz trifft, auf eine halbe Stunde? Also ich meine, bis ich ein Pad geschrieben habe, dauert das auch. Wir haben ja begrünste bezüglich AKs treffen innerhalb der Woche nur ein sehr begrenztes Zeitfenster. Das heißt, wenn wir jetzt, ich glaube, die 3 neuen zentralen Kernthemen AKs bilden, werden die sich auch irgendwann treffen müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass das Zeitfenster zwischen Montagmittag und Referentenrunde, also Montag zwischen 16 Uhr ist. Das heißt, dieses Zeitfenster wird wieder gefüllt werden mit anderen Terminen. Und also für mich besprochen, mich würde das sehr entlasten, wenn dieser 12-Uhr-Termin nicht mehr stattfindet, weil, wie gesagt, ich galoppiere jedes Mal durch die Vorstandssitzung, komme ja häufig eine halbe bis eine Dreiviertelstunde zu spät. Und natürlich müssen wir uns eine gewisse Disziplin auch angewöhnen, dass man das dann wirklich auch befüllt. Aber ich glaube, dieses Zeitfenster ab Montagmittag ist demnächst dann dicht. Das heißt, der wesentliche Vorteil wäre weniger eine effektive Zeitersparnis als vielmehr ein Gewinn an Flexibilität. Genau. Aber das würde, also zu viel Flexibilität würde ich auch nicht so gut finden. Wir brauchen eine bestimmte Disziplin hinsichtlich des Datums oder des Zeitfensters, in dem das Pad beschrieben wird. Wenn es keine ständige Einrichtung wird, dann muss es einfach, keine Ahnung, jeder zweite Montag ist dann der Pad-Befüllungstag oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja, das Problem an einem, wenn wir jetzt so ein dauerhaftes Pad hätten, wo man einfach nur seine Sachen reinschreibt, also ähnlich wie so ein Terminkalender oder so. Man kann ja keine Tool-Diskussion, das könnte man dann noch gucken, ob es was Besseres gibt. Aber wenn man zum Beispiel mit Redmine immer alles eintragen müsste, das wäre natürlich auch noch, aber das ist, glaube ich, aufwendiger. Es ist aufwendiger. Wenn man das immer eintragen muss, sofort, das schafft, also ich bin mir auch nicht sicher, ob man das so schafft. Natürlich kann man sein Büro entsprechend organisieren. Na klar ist das alles schaffbar. Aber der weniger Aufwand ist es, als Pad zu machen. Und dann hat man allerdings das Problem, dass man es ja nicht einträgt, weil man keine Frist hat. Also brauchen wir eine Frist. Also müssen wir sagen, tatsächlich, wir müssen sozusagen die 14-tägige
AK-Sitzung im Grunde beibehalten und nur sagen, es wird dann, und ich glaube, das kann dann auch tatsächlich jemand machen, ohne dass da Riesenaufwand entsteht, das wird dann einmal rumgeschickt, so wie es im Patch steht. Wir schätzen Frist zum Beispiel bis Montagabend, weil sonst hast du am Wochenende den Druck und dass man sagt, eben bis Montagabend müssen die Sachen dann eingetragen sein. Würde ich jetzt auch so vorschlagen. Wir können die Referentenrunde im Grunde noch mitnehmen, falls da noch irgendwas auftritt oder so. Bis Montag 18 Uhr eingetragen und dann wird es bis Dienstag rumgeschickt. Und sowas wie die Sachen vom PET in die Versendeliste kopieren, das kriege ich sogar auch so hin. Da muss ich mir noch nicht mal, das muss ich ja noch nicht mal richtig delegieren. Das kann ich zwar delegieren, aber das könnte man dann so machen. Nur dann, dass wir diese Frist haben, damit wir nicht, was? Wir gucken mal, bis da irgendjemand komische Dinge reinschreibt. Ja, niemand kennt die. Die Idee finde ich, also wir tagen hier auch immer noch öffentlich. Allerdings die Öffentlichkeit ist so eine 1.0 Öffentlichkeit. Und ein Pad würde uns ja die Möglichkeit geben, wirklich die Öffentlichkeit 2.0 einzubeziehen. Wir haben ja die Möglichkeit, nur öffentlich nur lesen zu machen, so wie das jetzt bei dem Pad ja auch ist. Sollen wir das mal so probieren? Dann wäre sozusagen die nächste Frist in 2 Wochen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Laufender Tag ist. Jährliches AK-Treffen. Ja, am Ende des Jahres gucken, ob es gut geklappt hat. Gregor schlägt vor, ich schlage vor, dass man sich vielleicht am Ende des Jahres kurz trifft und einfach mal guckt, ob das angenommen wird mit diesem Pad und ob das auch klappt und ob der Informationsaustausch gewährleistet ist. Genau. Mit Keksen zur Also einer der Tage, die dann am Ende noch zur Verfügung stehen, was vom Tag übrig bleibt, ist dann der Kekstag. Und dann treffen wir uns nochmal und dann teile ich Britta Milnauer mit, dass wir den Raum erst wieder im Dezember brauchen. Der letzte reguläre Montag im Dezember. Das müsste so der 14. Dezember sein, glaube ich. Über den Daumen. Genau weiß ich nicht. Achso, 14. wäre sogar unser AK-Termin. Am 28. Nee, 14. 14. 14. ist unser AK-Termin. Ja, dann machen wir das einfach am 14. So. Uhr für den Stream. So, folgender Prozess wird vereinbart. Dann schreibe ich das noch gerade auf.
So, jetzt schreibe ich, sehe ich vor, was ich hier aufgeschrieben habe. Diskussion zur Auflösung des AK4. Wir behalten die Mailingliste. Vorschlag war ein interner Newsletter, gegebenenfalls 14-tägig. AK4 wird ein schriftlicher AK. Briefing über die Mailingliste. Und diesen Newsletter. Ja, dann haben wir die Fragen behandelt hier. Was unterscheidet das eigentlich von allen anderen und sowas? So, und dann folgender Prozess wird vereinbart. Es wird alle 14 Tage ein Pad befüllt. Der Inhalt wird am Montagabend nach 18 Uhr über die Mailingliste und Abonnenten gesendet. Also wenn es Abonnenten gibt. Damit haben wir eine 14-tägige Frist zum Befüllen. Nächster Fristmontag für den schriftlichen AK4 ist der 21.09.2015. Persönliches Treffen zur Evaluation mit Keksen zur Weihnachtszeit am 14.12.2015, 12.30 Uhr. Abstimmung, wir verändern den AK4 entsprechend zu einem schriftlichen AK. Wer ist dafür? Einstimmig. Nein, der Kai hat vorher gesagt, dass er nicht dafür ist. Ja. Hat er das denn mitbekommen gehabt mit den internen Themen? Nein, ich glaube nicht. Also mitbekommen, dass ich geschrieben habe, AK4 auflösen. Ich habe ja eher Anfang des Jahres festgezogen, da war er schon nicht mehr dabei. Ja. Deshalb müssen wir ihm das nochmal dann entsprechend erklären. Aber so hat er zumindest die. Ja. Also Kai, wir ersetzen das. Wir ersetzen den AK durch andere AKs. Gut. Dann machen wir das so. Kann man ansonsten noch, da wir heute keinen Newsletter schreiben, haben wir uns noch was zu erzählen. Ich habe noch zu erzählen, dass wir eine Anhörung zum autonomen Fahren am 15.09. haben. Noch keine Stellungnahme da? Ich werde wahrscheinlich auch zu IAA fahren am 23.09. Dann das nächste, was wir bei uns eigentlich so ganz fest planen als Großprojekt, weil ja gerade der Luftverkehrskonzept, Landesluftverkehrskonzept ist ja jetzt sozusagen als Antrag durch, aber das muss natürlich noch weiter bespielt werden. Und wir werden auch hoffentlich ein Video zum autonomen Fahren machen. Und Landesluftverkehrskonzept kriegt kein Video, aber das wird auch noch bespielt. Unser nächstes wäre dann Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten bzw. Großprojekten. Das Thema Bürgerentscheid und so bekommt, das Bürgerentscheid und so betrifft. Ich glaube, da ist auch noch eine interessante Baustelle. Ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie wir das angehen. Aber Vorfühlen auf dem TDPA war vielversprechend. Gut, und ansonsten würden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit, Sozialticket steht bei uns noch dran, aber nicht als Antrag, werden wir in der nächsten Zeit mal gucken, dass wir auch vielleicht nochmal noch einen Antrag erarbeiten, der so ganz toll zu Digitales passt. Ja, wir haben auch noch eine größere Sache, bevor wir jetzt das nächste Pad befüllen, und zwar nächsten Montag um 11 Uhr ist die Anhörung zum Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen. Eine schon jetzt ja auch kontrovers diskutierte Sache. Ich bin am 22. September dann auf einer Podiumsdiskussion von den Waldbauern eingeladen und ich denke, das wird interessant. Aber wie gesagt, Anhörung erstmal nächsten Montag um 11 Uhr im Plenarsaal. Zu der wir nachrichtlich auch eingeladen sind, meine ich, ne? Oliver. Mhm. Ja, genau. Das heißt, der Ausschuss Bauern und so weiter ist wahrscheinlich dünn, aber also ich werde auch teilnehmen an dieser Anhörung. Ich finde das sehr spannend, wie auch mit den jüngsten Wolken umgegangen wird hinsichtlich Klimaschutzplan NRW. Auch Mobilität und so spielt also eine Rolle. Also pflichtig sind der Umweltausschuss und der Kommunalausschuss drin. Ja. Wir haben das bei uns auf der Tagesordnung auch stehen, also im Ausschuss und werden zumindest darüber beraten müssen. Gut. Ja. Haben wir noch was? Ja. Die zweite Anhörung noch vergessen, die ist zwar erst nach dem 21., aber dennoch, wenn wir über den 22. und Podiumsdiskussion reden, am 22. haben wir auch eine spannende Großanhörung zur ÖPP. Ich glaube, die wird wirklich heiß, weil alle eingeladen wurden, die zum Thema prominent schon was gesagt haben und weiterhin sagen werden. Ich
gehe fest davon aus, dass es eine außerordentlich amüsante Sitzung wird. Das war 22.13.30 Uhr, glaube ich schon, ne? Also für alle im Stream, es wird nicht gestreamt. Wer an der Anhörung teilnehmen will, muss hier vor Ort dabei sein. Ist von uns herzlich eingeladen. Bitte mit Anmeldung. Vorzugsweise mit Anmeldung, es geht sogar ohne. Wenn man an der Pforte sagt, man möchte rein, um zu einer Anhörung zu gehen. Nicht, und rein, ich möchte rein, reicht nicht. Gut. Bitte am Gitter rütteln. Gut. Ich glaube, da haben wir alles. Jo. Dann wünsche ich allen, auch den Zuschauern, guten Appetit. Und wir lesen uns wieder am 21.09. Und wir sehen uns wieder am 14.12.